Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute hatte ich einfach Lust, mal wieder in Farben zu schwelgen und ein bisschen zu dudeln. Und da habe ich mir hier meine Farbproben von Victoria von VH Aquarell geschnappt und suche mir hier so ein paar schöne Farbtöne raus. Das meiste ist in Blau-Grün gehalten und dann habe ich da noch so ein ganz tolles, dieses Grün-Gold. Metallic Glitzer, das ist auch richtig schön. Ja, und dann bereite ich mir das einfach vor auf meinem Teller, mache mir die Farben drauf, mache die schön nass und jetzt lege ich hier ganz einfach los und setze einfach nur Farbflächen aneinander. Das Video ist ein bisschen schneller geschnitten, damit ihr da nicht zu lange zuschauen müsst. Ansonsten wäre das eine Dreiviertelstunde oder so, aber auch so, denke ich, kann man das ganz gut sehen. Ich setze einfach Farben ineinander, ich lasse es laufen, es ist recht feucht. Die einzige Farbe, die ich noch dazu nehmen werde, die nicht von Victoria ist, ist ein Payne's Grey Blue, ganz zum Schluss, das werdet ihr sehen. Ein dunkelblau setze ich da hinein und das läuft so toll und macht so schöne Effekte und ja, tobt euch aus, ne? Ihr seht das, ich mache hier keine großen Muster, einfach irgendwelche Flächen, die arbeiten miteinander. Hier kommt jetzt diese Glimmerfarbe rein, dieses Metallic Grün-Gold, was ich da habe. Richtig schön sieht das hinterher aus. Und ja, dann lasse ich euch jetzt erstmal ein bisschen zuschauen und wir hören uns später. So, mein Farbauftrag ist gleich fertig und was auf jeden Fall immer wieder auffällt, ist, dass die Farben von Victoria nicht heller werden, sobald sie trocknen. Ihr werdet das gleich sehen, die sind noch genauso kräftig wie jetzt. Kein Farbton wird davon blass und das liebe ich an ihren Farben. Das ist einfach wunderbar. Und jetzt fange ich hier an und setze in die freien weißen Flächen erstmal ganz simple Muster hinein. Ich mache da gar nicht viel von, es sind nur ein paar Strichmuster und ein paar Pünktchenmuster und ja, da bleibt eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe zwei Videos mal gemacht mit Musterbüchern sozusagen. Die verlinke ich euch gerne unterhalb dieses Videos. Musterideen, was es alles für Muster gibt. Und wer mag, schaut doch da gerne mal rein in diese Videos und lässt sich inspirieren. Wem keine Muster einfallen, der kann da gerne natürlich mal was nehmen und was klauen. Das ist überhaupt kein Problem. Es sind keine Muster, die ich neu erfunden habe. Die gibt es schon lange in der Doodle-Welt. Und von daher, ja, schaut da gerne rein. Wie gesagt, ich verlinke euch die. Und hier setze ich jetzt einfach, dieses Muster mag ich total gerne. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Fischgrätenparkett. Und ja, ich finde, das hat eine ganz super Wirkung. Ja, dann noch viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Musik
Auch dieses Muster nehme ich sehr gerne. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Ameisenstraße, die durchs Bild läuft. Und zwar wirkt das besonders gut, wenn ihr den Mittelstrang sehr eng und dicht sitzt, dieser Pünktchen, wenn die richtig eng beieinander sind und nach außen hin in die Fläche dann so ein bisschen vereinzelt laufen. Und das macht eine richtig tolle Wirkung. Man kann trotzdem noch alle Farben erkennen, die darunter liegen. Und teilt aber durch diese Pünktchenstraße sein Bild ein wenig. Und ja, das kommt gleich noch ein bisschen mehr in Einsatz. Ja, und da oben ist wieder mal nur ein Strichmuster zu sehen. Ne? Das ist so ein bisschen so eine Art Muschelform. Mit kleinen Bögen fängt man an, setzt ein bisschen größere dran. Und auch das sieht immer richtig toll aus. Ja, wie gesagt, schaut gerne in die Mustervideos hinein und holt euch da Ideen und werdet kreativ. Ja, an dieser Stelle fange ich jetzt an und dudel noch mal ein bisschen mit verschiedenen Farben rein, mit dieser schönen Glitzer-Goldgrün Farbe und noch mal mit ein bisschen Payne's Grey Blue dunkel und setze auch da einfach noch mal ein paar Muster an verschiedenen Linien entlang und pimpe das ganze Bild damit noch mal ein bisschen auf.
Ja, dann kommen wir gleich schon zum Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, ich hoffe, ihr bekommt Lust, setzt euch hin, schnappt euch euren Farbkasten, eure Farbgeschichten, die ihr habt, und fangt einfach an. Das ist so eine schöne, entspannende Geschichte. Und hier, ich denke, ich werde in nächster Zeit noch mal ein paar von dieser Art machen. Und hier kommen jetzt noch ein paar Detailansichten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, eure Melanie.